Willkommen, meine lieben Freunde, Was geht schon zum los? 30. Tag der Hi! Pokémon Gold und Silber Soul Link. Danke, Timo. Wir haben es nun endlich geschafft. Wir haben den Champion-Titel und wollen jetzt nur noch einmal die Arena-Leiter machen, so als kleinen Bonus. Deswegen sind wir jetzt hier auch schon bei Rocco, haben das Ganze im Vorfeld gemacht. Und ihr seht jetzt die Level von unserem Pokémon. Timo ist auf einem etwas höheren Level als ich. Aber das wird schon. Geplant war 60. Bisschen mehr als so Psst. zwischen 60 und Also, brauchen wir jetzt gar 61. nicht sagen, ne? Also, hallo Ah, alle. okay. Wir gehen jetzt ran gegen Rocco. Ach ja, sollen wir nicht bei Pokémon hier 60? Ach ja, Ja. hier, wir haben ein neues Pärchen zum Beispiel. Ach ja, so, stimmt, habe ich total Hast du vergessen schon zu mit Rocco sagen. gesprochen? Na, habe ich noch nicht, alles gut. Okay. So, ich zeige jetzt erstmal Heramisch, und zwar Mew hier, ne? Hat sich nicht groß verändert. Bla bla, kennen wir. Umbreon kennen wir auch, brauche ich jetzt nicht das Moveset zu machen. Also, wir haben ja Dings neu drin. Wir haben ja, also, wir haben ja zwei, drei Pokémon verloren und wir haben Also, es. wir haben, genau, wir haben die Stalos und Arbok neu drin, also Genau. Jana und Die haben wir ja eben schon Nero. im offiziellen Let's Play gefangen. Genau, und dann Und haben wir dann noch sind Scherox, wir sind durch ja? komplett Kanto gegangen und haben uns jeden einzelnen Encounter versucht zu holen und im Endeffekt ist einfach nur ein Pärchen bei Also, rausgekommen. nicht komplett Kanto, wir haben noch einen Wir zweiten haben noch ein, Counter offen, zwei offen, aber ja. Aber fast ja. alles. Und wir haben nur ein Pärchen. Und das war ziemlich RIP, deswegen. Aber Richtig. immerhin Glurak und Scherox super cool. Und zu guter Letzt natürlich unser Starterpärchen Suicune und Raichu lebt natürlich auch noch. Und ja. Starten wir. Nichts ist gestorben oder so, also alles safe. Wir betrügen euch da nicht und ich würde sagen, ja, go. Doch, bei uns ist alles dreimal gestorben. Holy shit. Eigentlich haben wir die Sony schon längst verloren. Ich bin gespannt, wie stark die werden, wie krass auch die Levelkurve angestiegen ist durch die Richtig. durchs Prozentuale. Das frage ich mich So, auch. hier der Marilyn. Der Mit Marilyn. Tauros Level 49. Das ist gar nicht so stark. Aber ich glaube, die werden immer von Arenaleiter zu Arenaleiter wird es stärker. Bin ich mir ziemlich sicher. Hoffentlich. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Gut, dann haben wir jetzt hier Mew gegen Celebi. Also Celebi ich ist ganz glaube, cool. das höchste Pokémon von Rocco sollte, glaube ich, 53, 54 sein. Irgendwas um den Dreh. Sicher? Ich bin mir sehr sicher, So ja. eine starke Steigerung von vier Leveln? Ich bin Von mir vier sehr sicher, Level? ja. Okay. Bisonflora. Da haben wir hier schon mal. Aber Und fängt man auch später. normalerweise mit Rocco an, weil normalerweise müssen doch die Level von Major Bob und Rocco gleich Genau, nee, nee, sein. pass auf, pass auf, pass auf. Man fängt nicht mit Rocco an, aber Ja. Rocco hat trotzdem ein geringeres Level als Major Bob. Zum Beispiel, Blau hat am Ende, ich glaube, sein stärkstes Pokémon müsste auf Level 60 sein. Ja, aber das ist super dumm gemacht. Ist es auch. Deswegen, wir gehen das hier alles chronologisch ab. Aber rein theoretisch, wenn man das Spiel so durchspielt, dann startet man. Oh, lol, Entei. Dann startet man Bei Major Bob. bei Major Bob richtig. Das heißt, wir werden jetzt hier ganz normal erstmal Rocco machen, danach Misty, danach Major Bob. Und dann schauen wir, ob wir noch einen vierten Arena-Leiter in diesem Part machen oder eben nicht. Aber das hier geht gerade richtig easy peasy, Lemon Squeezy, easy Snack Ja, Wrap. da hast du recht. Am Anfang, wie gesagt. Wir wollten halt auch nicht nach jedem Arena-Leiter dann erstmal nochmal trainieren müssen. Ich denke mal, das kann man verstehen. Haben wir schon mal alles fertig und Genau. auch die Und vor Rot Pokémon, müssen wir noch die trainieren. sind zwar stark, aber dennoch, ich glaube, dass wir es auch ohne Verlust jetzt hier beim zumindest Rocko schaffen würden. Ja, das sowieso. Aber wir müssen vor Rot. Wenn Rot 20% mehr Level auf seinem Pokémon hat, dann. Dann 20% ist mehr bisschen Level. RIP. Dann sind alle seine 20%. Pokémon auf Level 100. Dann würde ich sagen, wird RIP für uns sein. Wir müssen auf jeden Fall auf Level 85 oder 80 trainieren. Ja, oder halt 90. Ja, nee, Wer weiß, ich was hier für ein weiß Pokémon? nicht. Level 100 present. Guck mal, X-Bahn Level 53, siehst du? Also, die Steigerung ist krass. Hier von. Ja, das Und es wird stimmt. später dann noch extremer von Arena zu Arena, Leute. Also, wenn man überlegt, Blau hat seine Pokémon auf Level 60. 20% von Level 60 sind present. Du bist auch Mathe-Genie. Ja, aber warte mal kurz. Das höchste Level ist Level was? Von wem? Von Rocco. Von Red, genau. Von Red? Der Red, wenn ich mich richtig Ich kenne nicht erinnere, mehr. sein Pikachu auf Level 90, der Red. Der Rettich. Du meinst doch gerade irgendwas von Level 60, deswegen. Ja, Ich das bin ist gerade ein bisschen blau. verwirrt. Aber Aha, der okay, Red, ich. den seine Pokémon sind ein Ja, aber bisschen stärker. ich dachte gerade, hey, warte mal, wieso sagst du jetzt, Blau hat eben Level 60. Also, ich habe Rot sozusagen gedacht in dem Nee, Moment. nee, Red, der ist, ja. Wieso sagst du Level 60? Weil dann Das ist wäre der auf blau. Level. Ja, okay, dann wäre er auf Das Level blaue. 72. Blue? Red und blaue. Blaue? Also, Genau war was war das noch Level mal 50. gerade eben deine Frage? Irgendwas wolltest du von mir wissen. Ich habe es jetzt schon Weiß wieder nicht, vergessen. aber ich habe gewonnen. Ja, ich auch. Present, ey, den Face Orden. Also, Ja, ich bin noch nicht nice. so schnell, aber Labrador stirbt jetzt halt. Das höchste Pokémon war auf 53 und wie gesagt, ich glaube, jeder Arena-Leiter,
hat irgendwie, also in der Story selber, ein Level Steigerung. Also das höchste von Rocco ist, glaube ich, 52, glaube ich, und dann geht es hoch bis Level 60 von der Steigerung her. Oder irgendwie so war das. Können wir nicht direkt einfach jetzt hier nach Azuria City fliegen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ohne das zu ist. Schneiden. Also ich fliege jetzt zu Azuria, nach Zufall, nach Azuria City. Ich glaube, wir müssen aber erst noch oben die auf der Route mit Misty reden. Ich bin mir nicht sicher. Auf welcher Route? Nach der Nugget Bridge. Okay, wir schauen einfach können mal. Wir noch, das können wir noch onscreen machen. Ich glaube, die meisten sagen, Trainer haben wir eh schon besiegt. Auf die Nugget Bridge, ich schaue schon mal, ob sie drin ist. Ich heile vorher noch meine Pokémon. Wir teilen auf. Ja gut, ich habe schon aufgeheilt, dann schaue ich mal. Ist sie schon da? Sie ist noch nicht da. Ist sie nicht da? Nee. Okay. Also müssen wir zuerst oben die Route entlang gehen. Das heißt aber, es kommen noch ein paar Trainer present, glaube ich, ne? Ja, wir können das auch ausschneiden. Ja, dann kriegen wir halt 4 Arena-Leiter pro Ding. Ja, dann schnipsen wir jetzt einmal ganz kurz. Und dann Schnips. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe gerade noch Kommentare gelesen. Sag doch, dass du wieder anfängst. Hallo. Hallo Leute, wir fangen wieder an. Und warte mal, ich lieder mal jetzt was mit etwas anderem. Ich habe schon mit Missy angefangen zu sprechen. Warte, dann pausier mal ganz kurz. Das ist voll nicht episch. Ach, jetzt muss ich speeden. Bla bla. Ja. Missy sieht hier richtig cute aus. Lol, Togetic. Aber sie ist voll nervig. Ja, hatte sie nur 4 Pokémon? Anscheinend. Lol. Aber sie startet auf Level 50, also schon mal... Ich sag doch, die steigern sich. Ich sag doch, die steigern sich. Ich bin Timo, ich bin so toll. Danke. Bitte. Immer wieder gern. Freue mich, dass du mein Ego noch weiter pushst. Ja, das ist gut, ein Ego-Pusher, Mann. Snackgrab ist das. Das ist ja gar nichts. So, bis damit sie gleich nicht aufhalten. Alter, Raichu gegen Raichu. Welches Raichu ist das bessere Raichu? Red. Wie bitte? Red. Retz. Was heck? ich hab verstanden. Fett. Ja, Raichu ist fett, da hast du recht. Okay, was lecker. Was war das höchste von Rocco? 53 oder 54? Ich habe gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich glaube 54. Das kann durchaus sein. So, Fosselka ist easy Snackrap. Aber wundert mich, da hat er sich schon immer nur 4 Pokémon? Ich weiß gar nicht. Wäre mir ja, eigentlich neu. Seit dem Randomizer hat sie nicht mehr 5 Pokémon, nur noch 4. Dragoran. Hä, du hast doch Garter. Das ist super safe. Ja, super safe. Super safe. Ja, bin present, super safe. Super safe. Alter, Sonntag, Magma. Okay, das ist gar nicht mal so safe. Aber das kann... Das zieht sich halt, weißt du? Surfer macht halt... Ja, okay, es macht schon ein bisschen Du hast doch noch Knirscher, oder nicht? Biss. Aber okay, Surfer Biss, ist, glaube ich, besser. Ist halt Step. Ich weiß nicht genau. Die sind beide... Die nehmen sich nicht viel Present. Das stimmt, Surfer ist stärker. Sicher? Außer Biss hat eine höhere Base als 60. Okay. Weil Surfer hat doch eine... Hat es hier noch eine 95? Also hat es hier 90 oder 95? 90, soweit ich weiß. Bei 95... Es gab ja ein paar Moves, die seit der 6. Gen weniger haben. Von 95 aber auf 90. Aber ich glaube, Surfer hatte schon immer 90. Wenn das so ist, damit ist dann zusammen... Ja, ist ja egal. Ist Dragoran ist besiegt. So, 62,5 schon wieder Lavados. Also ganz leicht. Und Lavados ist Level 56, siehst du? Ich hatte recht. Ich habe ihn nebenbei schon besiegt. Ja, also achtest du überhaupt auf die Level? Level 56? Nee, ich achte gar nicht drauf. Ich bin so... Ich gehe da gerade easy durch. So geil. Ich achte da nicht drauf. Ja, um ehrlich zu sein, hast du da recht. Können wir jetzt schon nach Oralia City gehen und zu Major Bob? Oder müssen wir jetzt schon wieder was machen? Aber da müssen wir halt noch das Rätsel machen. Deswegen würde ich sagen, schneiden wir. Das kann also halt machen ziehen. Wir das Schnipsen. Warte, ich bekomme noch den Quell. Dann bekommst. Dann machen wir gleich Schnips und dann sind wir hier gleich bei Major Bob. Bis dann. Und ciao. Arena-Leiter Numero 3 ist dran. Und hier ist gar kein Rätsel. Hab schon gut, angefangen dass wir das zu sprechen. Ne? Wieso machst du sowas? Sorry. Das ist ein bisschen nasi. Aber ist okay, wir sind ungefähr gleich. Gut. Alles safe. Major Bob, Fischermark. Ja, der Fischermark. Das ist ein guter Major Bob. Okay, ich hab gute Vier am Lied. Also, man merkt auf jeden Fall, die Pokémon vom die Level werden her. Höher. Die werden höher, ja. Er hat schon Level 53 und ich rechne mal damit, dass sein höchstes Level 59 sein wird. Aber das mal schauen. Kann durchaus sein. Wir haben jetzt eine Steigerung von 53 auf 56. Das heißt, jetzt geht die Steigerung auf. Ja. Kann Smogmog Flammenwurf erlernen?
Also, ich weiß, dass es das kann, aber ich meine jetzt alleine, von alleine, ohne TM. Glaube nicht, nee. Nebenbei hat es Abgangsbund eingesetzt, also so wäre ich jetzt hier ein bisschen Whirlpool-Spam. Ich werde wahrscheinlich sogar jetzt hier das Bienen, weil es dauert sonst Jahre. Wenn's ja, okay ist. Ja, weil du nur willst, dass du schneller bist als ich. Das ist eine Versus. Das ist eine Versus? Nein, ich wollte wirklich, weil ich habe jetzt gerade, glaube ich, 10-mal hintereinander Whirlpool eingesetzt. Okay. Dann sei dir verziehen. Danke, Mann. Bitte, Mann. Das ist dann etwas angenehmer zu schauen, als 10-mal hintereinander zu sehen, wie ich Whirlpool einsetze. Wenn du 10-mal hintereinander Whirlpool einsetzt. Alter, du liebst das auch? Sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus, ja. Ich finde das auch super. Aber ein paar Pokémon von denen sind einfach Level 48. Ja, das ist ziemlich nice. Oder war das hier so, dass sie doch halt gar kein Whirlpool mehr danach gerichtet sind, wo man welche man früher sieht, dass ach, keine Ahnung. Gut, dass er gerade Finale eingesetzt hat. Hast du überlebt? Ja, alles safe. Mein Mew tankt das easy. Okay, als nächstes kommt Hypno. Nee, kann ich drin bleiben. Wie viele Pokémon hat er? Also wie viele hast du besiegt, meine ich? Das ist mein viertes. Hä, wie sollte das. Wie sollte das ist das auf Level 48? Keine Ahnung, scheinbar war es doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ja, bedankt euch bei Timo, Mann. Also das hier ist der schwächste scheinbar. Also es kommt drauf an, welches Level jetzt sein letztes Pokémon hat. Ja, das ist eine gute Frage. Und sein letztes Pokémon ist Flamara. Ja, kann ich drin bleiben. Und es ist ja, Level... Ja, bei Level 55. Ja, okay, siehst du? Ja, aber Dings war 56. Das war aber echt sehr komisch. Super merkwürdig. Rocco war, glaube ich, 53 oder 54. Wieso ist das so? Keine Ahnung, aber später... Dings wird auf jeden Fall stärker sein. Blau zum Beispiel. Du bist schon fertig, ne? Ja. Und Red, der ist auch stark. Der Red, ich brauche nämlich noch zwei Pokémon. Alles klar. Und er hat wieder ein Level 48er. Was ist da los? Ja, ja, ich verstehe es auch nicht. Dann hat Misty 4 Pokémon, Rocko hat 5. Er hat, gut, das ist dann vielleicht irgendwie ausgleichen oder so, könnte man meinen. Keine Ahnung, das ist super merkwürdig. Mehr ist es nicht. Ja, lassen wir das einfach so stehen. Das alles ist klar. Merkwürdig. Mal wieder also, ich muss noch Golking besiegen. Achso. Oh, das war's dann. Wohin müssen wir dann? Danach geht's zu Erika, oder? Ja. Müssen wir dafür noch irgendwas machen? Nö, glaub nicht. Also werden wir trotzdem gleich Schnipp-Schnipp machen, um dann die Trainerin da zu besiegen. Genau. Aber vorher brauche ich erstmal den Donnerorden. Ja, doch, der Donnerorden. Present erhält den Donnerorden. Danke, Mann. Dann würde ich sagen, machen wir Schnipp-Schnipp. Bis gleich. Wir sind jetzt bei Alter Nummer 4. Ich habe schon mit der gesprochen. Los geht. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht und deswegen habe ich sie auch schon fast, nachdem ich das anmoderiert habe, sie angesprochen. Ich verstehe. Weil ich weiß, wie du tickst. Wie ihre Pokémon sind, also auf welchem Level und so, die Erika. Die Erika hat einen Knogger auf Level 50. Der Gengar hat Abgangsbund, aber erstens glaube ich, dass ich schneller bin mit 12 Level drüber und Biss sollte, glaube ich, sogar killen. Könnte durchaus sein. Ich werde jetzt einmal versuchen, das allererste Mal zu sweepen mit Sherox. Nee, killt nicht. Und, oh Leute, ich hab's geflincht. Ja, easy. Stell dir vor, wir wären im Speeder gewesen. Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann hätte sie Abgangsbund eingesetzt. Ja, stell dir das mal vor. Wäre richtig lustig. Ampharos. Richtig lustig. Das wäre einfach so lustig gewesen. Ich hätte mich richtig totgeladen. Aber stehst du wie tot, weil tot, ja, richtig lustig. Richtig lustig. Hier, guck mal, die Ampharos hat sich auf Level 55. Aber sie hat auch nur 4 Pokémon. Aber ich glaube, sie hat sogar noch ein stärkeres. Ich glaube nicht, dass Ampharos ihr stärkstes ist. Und das macht ja nothing. Also, ich versuche jetzt gerade mit Sherox durchzusweepen. Ich bin auf plus 6 mit Schwertanz und gehe jetzt da durch. Schwertanz? Ja. Holy ich bin richtig shit. Gut, Mann. Mein Crit. Und oh, nö. Emma, zerstörst du auch dieses Slimog, bitte? Auf ich Level 9. Ich eben ganz kurz ein kleines bisschen. Alter, richtig eklig. Wer speedet denn bitte? Also wirklich. Nur ist einfach was weggespeedet, weil es mich paralysiert hat und sich vollgehalten hat. Alles okay, ist alles gut. Okay. Und als nächstes kommt Diggory. Alter, da ist Michelina. Mann, Michelina, wieso musstest du sterben? War deine Schuld. Hey, das war der Crit. Ohne den Crit wäre das nie passiert. Du jetzt hattest Rizeros. Ja, ich weiß, dass du sowas sagst. Ach, Mann. Hattest du auch? Psst. Auf die Tatsachen hier den Leuten zu zeigen. Hä? Ja? So, Level 55 Biber und tschüss in die nächste Dimension auf plus 6 und mit deiner schlechten schon Death. Fertig? Ja, ich bin jetzt also gerade fertig geworden. War Level 55 ihr höchstes? Jo. Die hat einfach einen Tangela, saulustig. Ah ne, sie hat sogar 2,55 gehabt. Saulustig. Das hat sie ja im normalen auch. Ich lach mich richtig schlapp, Mann. Aber die hat 2,55. Hey, ist present. Reiß dich mal bitte zusammen, junger Mann. Ja, junger Mann.
Ja, hier, aber, so, ja. Hey, wir können uns auch mal die TMs anschauen. Das fällt mir jetzt erst auf, dass wir uns die TMs gar nicht angeschaut haben. Ja, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Schauen wir doch gleich mal rein. Schauen wir gleich mal rein. Autor Sonja. Die Sonja. Also, ich habe Money. Konfusion, Spukball hatte ich anscheinend schon vorher. Krabbermeier auch. Finte habe ich, glaube ich, neu. Und ich dachte, wir haben nicht von jeder Person eine TM bekommen. Kann das sein? Abgesang ist, glaube ich, neu. Doch. Glaube ich. Sicher? Keine Ahnung. Ich habe Sonntag, ich habe Psychokinese. Vollsturm hatte ich schon vorher. Ach, keine Geist Ahnung. Ist physisch, oder? Geist? Ja, Geist ist physisch. Ja, dann ist das gar nicht mal so. Das war's jetzt hier mit dem Part schon, ne? Ja, das war's dann hier mit dem Part. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall bei Timo vorbei. Nein, lasst auch natürlich noch eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und der Timo, da werden wir dann noch 4 Arenalter machen, wenn wir nicht irgendwie sterben sollten. Und dann geht's hier gegen Red irgendwann mal ran. Richtig, gegen Red. Okay, dann. Richtig, gegen Red. Tschüssili.